Ja, heute bin ich in Berlin bei Ralf Zacher. Ich freue mich ganz besonders, dass er sich die Zeit nimmt. Hallo, meine Liebe. Du kommst aus der Kneipenfamilie und die Gastronomie wurde dir in die Wiege gelegt. Und als du dann deinen Eltern offenbart hast, ja, ich werde Koch, waren sie überhaupt nicht begeistert. Warum? Ja, ich glaube, es geht ja, glaube ich, allen Eltern so, dass man irgendwie den Kindern das möglichst Beste wünscht. Und dadurch, dass ich halt wirklich aus einer Gastronomenfamilie komme, wären meine Eltern ganz froh gewesen, wenn ich nicht in die Gastronomie reingegangen wäre. Ja, ich finde Kochen nach wie vor das Spannendste auf der Welt. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir halt, ich sage immer, eine Köchin oder ein Koch macht andere Menschen glücklich. Und das Einfachste, Menschen glücklich zu machen, ist halt mit gutem Essen. Bei wem warst du? Was hat dich beeindruckt? Und was hat die Leidenschaft in dir am meisten geweckt? Denn es ist ja auch Arbeit und Stress. Ja, schon, aber ich sage immer, den Stress, den macht man sich selber. Also ich habe nichts dagegen, wenn es anstrengend und stressig ist, aber es darf halt nicht irgendwie zu nah an einen rangehen. Und ich muss sagen, ich habe meine Ausbildung damals bei Otto Hohr gemacht, in Wertheim im Schwan. Das war eine fundierte, gute Grundausbildung. Habe dann durch Zufall Stefan Marquardt kennengelernt. Der hat sich damals dann am Bodensee selbstständig gemacht. Da bin ich mit Stefan runter an den Bodensee in die drei Stuben. Stefan sagte dann, wenn du dich richtig schleifen lassen willst, dann gehst du ins Graue Haus in Rheingau zum Egbert Engelhardt. Dann war ich bei ihm 2 Jahre. Ja, der hat mich auch geschliffen. Allerdings, der Vorteil ist, man wurde dadurch halt wirklich extrem schnell gut, war sehr gut organisiert. Durch Egbert Engelhardt konnte ich dann zu Harald Wohlfahrt. Dann war ich 2 Jahre bei Harald Wohlfahrt. Dann war damals die absolute Nummer 1 in Deutschland, 3 Sterne. War natürlich Kochen in Perfektion. Wir hatten noch eine ganz starke Küchenbrigade. Also damals waren noch Christian Bau, Götz Rothacker, Stefan Herrmann. Also da waren so viele Top-Köche in der Brigade. Da war ich auch 2 Jahre. Dann bin ich später wieder ins Graue Haus zurück. Hab dann mit Rolf Launenbach den Küchenchefposten übernommen. Hatten dann damals Glück, dass wir im ersten Jahr gleich 17 Punkte Gourmillon und einen Michelin-Stern bekommen haben. War damals dann der jüngste Ein-Sterne-Koch in Deutschland. Leider hat sich dann mein Besitzer erschossen, Graf Matuschka Greifenklau. Daraufhin bin ich dann nach Tunesien gegangen, habe noch 2 Jahre in Martine Palace gekocht und bin 99 zurück nach Berlin, habe dann mit Markus Semmler das Stil im Stilwerk aufgemacht. Danach, 2 Jahre später, haben wir dann das Rutz aufgemacht mit Carsten Schmidt. Mittlerweile der einzige 3-Sterne-Laden hier in der Stadt, müsste unbedingt mal vorbeikommen. Und ja, und jetzt seit 8 Jahren bin ich jetzt hier im Schmitz & Co. Ich fühle mich hier bumpelwohl. Also Schmitz & Co, wir sind eine Weinhandlung, wir machen einen ganz rudimentären Mittagstisch. Wir gehen auch nachher noch in die Kochschule, da werden wir noch ein bisschen was kochen. Also ich habe mich heute für ein Dessert entschieden. Und ja, am Abend sind wir hier Weinrestaurant und das Schöne am Schmitz & Co ist vom Konzept, wir haben mehr oder weniger kein Backoffice. Also wir machen Gastronomie wirklich erlebbar. Hier kann man toll Partys feiern. Auf jeden Fall ein sehr schönes, spannendes Gastronomieobjekt. Bei Grill den Hensler warst du jetzt auch dieses Jahr, habe ich dich gesehen. Ja. Ich möchte trotz alledem nochmal zu dem kommen, was ich schon angesprochen hatte. Also wir haben im Moment ziemlich viele Herausforderungen zu bewältigen. Und wo denkst du, geht der Trend hin? Wir stehen ja doch irgendwie vor einem Wechsel auch in der Gastronomie. Ja, ich glaube, also es brechen halt ganz neue Zeiten an. Und ich befürchte halt, dass die Gastronomie wird wirklich, also diese frische Küche, Ausbildungsbetriebe. Wir müssen einfach, ja, wir müssen zwangsläufig teurer werden. Auf der einen Seite, weil natürlich die Grundprodukte leider teurer werden. Und auf der anderen Seite, wir müssen einfach unsere Leute noch besser bezahlen, wie wir es in der Vergangenheit schon getan haben, weil sonst werden wir keine Leute mehr finden. Und das ist halt die große Herausforderung. Auf der einen Seite für den Kunden noch erschwinglich zu bleiben, auf der anderen Seite natürlich zu schauen, dass wir irgendwo halt mehr Umsatz generieren, weil wir müssen einfach unsere Leute besser bezahlen, sonst werden wir aussterben. Also ich befürchte, weil im Moment ist der Trend ja wirklich so, dass es wird auf der einen Seite eine Avantgarde geben, Sterne-Restaurants und dann wird es aber dieser Mittelbau, der wird es einfach wirklich wegbrechen, weil egal mit welchem Kollegen oder Kollegin ich im Moment spreche, sie haben alle die gleichen Probleme. Ralf, was ist denn so dein Credo beim Kochen und was ist dir wichtig?
Also letztendlich, ich sage immer, mein Credo ist eigentlich, der Topf ist rund, damit das Kochen die Richtung ändern kann. Und ich meine halt einfach, das Kochen sollte sich immer nach dem Produkt orientieren. Und das heißt also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Tomatensuppe koche und habe jetzt die Tomaten aus dem eigenen Garten, dann ist die Tomate halt hat eine unwahrscheinliche Fruchtsüße, wenig Säure. Das heißt, wenn ich da die Suppe mache, gebe ich vielleicht am Schluss sogar ein paar Spritzer Zitronensaft oder ein Balsamico dazu, weil ich ein bisschen mehr Säure brauche. Kaufe ich die Tomaten aber im Herbst im Supermarkt, dann habe ich unwahrscheinlich eine Säure und habe halt wenig Fruchtsüße, dann darf ich keine Säure dazugeben, dann muss ich im Endeffekt eine Süße dazugeben, dass ich halt mehr Geschmack generiere. Und das meine ich immer, dass das Kochen sich halt wirklich nach dem Produkt orientiert und nicht das Produkt nach dem Kochen. Würdest du denn für unsere Topfgucker, für deine Fans, für deine Gäste uns was Kleines zeigen von deinem Können? Total gerne. Machen wir was Kleines Süßes. Das ist ein wunderschönes Rezept, das habe ich mal bei Masterchef kennengelernt. Das hat damals der Alexander Kumpner gemacht. Und das ist nämlich so ein Schokoladenkuchen ohne Mehl. Dazu machen wir ein bisschen Salzkaramell. Dazu machen wir eine Schokoladenerde und dann machen wir noch so ein Himbeer-Joghurt-Blitzsorbet. Also eigentlich ganz einfach, griechischer Joghurt, drei Teile. Griechischer Joghurt, zwei Teile. Drei Teile TK-Himbeeren, ein bisschen Puderzucker, wer Lust hat, ein bisschen Amaretto oder ein bisschen Vanille oder Orangenabrieb dazu. Einmal kurz mixen, ist das Eis fertig. Und das ist einfach so eine fruchtig, schöne Verführung und sieht, wenn ich es nicht verkacke, auch relativ sexy aus. Okay, ja. Dann freuen wir uns mal auf ein sexy Dessert. Ich weiß, es wird ganz viele Fans haben. Ich bedanke mich bei dir, Ralf, dass wir hier sein durften. Dann sehen wir uns gleich in der Küche. Bis gleich. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.